Also ja, hier gibt Man kann hier nur noch mit Sicherheitsberater wohnen. Wer wird hier veräppelt? Ein Moment. ich komme in der Ampel steht er. Ja, aber ich brauche jetzt keine Kontrollfahrt. Oder sage mal deinem Kollegen Bescheid, dass er ihm nachfährt. Jetzt steigt gerade eine Blondine in den schwarzen, in dem schwarzen Ding von Bodyguards live, danke. Wichtig ist, dass ich hier. Ach, Erik geht wieder. Wo gehen die hin? Moment. Bodyguard. Ohne Bodyguard kein Shoppen, kein Wohnen. Nürnberg live. Geht in den Eingang von der Bade. Leise. Keine Beschreibung bitte. Hier sprechen falsche Äpfel. Ich möchte betonen, dass diese Äpfel nicht aus der Norma sind. Nicht aus der Norma. Wir suchen hier. Ja, moin, meine lieben Serienfreunde. Sagt mal, habt ihr euch schon das große Finale der dritten Staffel von The Morning Show angeschaut? Ich muss ja sagen, dass die erste Hälfte der dritten Staffel mir nicht so gefallen hat. Nein. Aber die zweite Staffel unglaublich. Du willst dein Auto in Zahlung geben? Stopp! Aber nur, wenn es von der Norma nicht Kannst abgeschleppt du ist. mehr für dein Auto bekommen? Also, wie viel ist dein Auto Wenn wirklich man bei wert? Norma einkauft Dein Auto und bitte besser an stolpert, und erhalte den besseren dann haben sie ein Verkaufspreis. Problem. Vergleichen lohnt sich. Hol dir jetzt den Weil sie werden Preis für dein zusätzlich Auto. Wir abgeschleppt. kaufen dein Auto Weil sie im bei Schmasszustand auch noch dran denken müssen, Ausstellung für Quartal 1 bis heute Abend nochmal. dass sie ihr Fahrzeug, das sie für Seniorenhilfen Den zu brauchen meinem Leben und passt. auch noch. Finde jetzt mit Stepstone schnell und einfach den. Bodyguard. The Bodyguard. Shopping Guard. Wer weiß, vielleicht mache ich den Shopping Guard Song. Hier wird jemand veräppelt. Veräppelt. Entschuldigung. Veräppelt. Ja. Also, ich wurde nämlich gefragt. Du veräppelst die doch. Nein! Ich veräpple die nicht. Aber, Herr Bodyguard, können Sie mir bitte diese Box hier geben? Hier? Die Mohankopf. Ja, einen Moment, danke. Hier spricht Dr. Dickmanns. Guten Abend. Ja, ist das auch Diskriminierung? Nein, das ist nicht. Ich veräpple niemanden. Ich bleibe immer bei der Wahrheit. Vorsicht, bitte. Bitte Vorsicht. Bitte Vorsicht. So. Dankeschön, lange Leitung. Ja, was soll man da sagen? Der Bodyguard ist jetzt natürlich auch noch in der Nähe von Stadeln. Warum? Weil er das nicht glauben wollte, was sich da mit Norma alles zusammengetragen hat. Was meinen Sie? Ich veräpple hier niemand. Und ob ich veräppelt werde, weiß ich nicht. Und diese Äpfel sind nicht von der Norma. Ich hätte auch niemals angeraten, diese für mich zu erwerben. Denn ich munde gerne Qualität Bio. Aber nachdem wir kein Apple Phone im Moment hier haben, haben wir eben eine Ableitung genommen. Ob man hier was am Apple bekommt, weiß ich nicht. Nur, als ich heute mit der erweiterten Ebene der Norma Nürnberg Ohr hatte, zuerst sehr angenehm, aber dann bei der Weiterleitung, wenn Sie jetzt da noch ein paar Vorfälle bringen, also das wird schon sehr beeindruckend an meinen Ohren, ihr zu viel. Ja, was soll man denn dann tun? Wegschauen? Nein. Warum ist man Mensch? Warum ist man Kunde? Warum ist man Konsument? Und warum finanziert man Arbeitsplätze?
Daniele Ganser, Dr. Daniele Ganser meinte, Frieden ist möglich, aber dazu brauchen sie Gehirn. Und Gehirn gibt es oft nicht im Super-Discounter-Markt. Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Immer sicher auf den Bühnen dieser Welt. Galacom.tv. Ich schau hin statt weg. Und deswegen bin ich natürlich nicht so gern gesehen. Dafür steht das Film bei Galacom.tv. In diesem Sinne, also, nächste Nachricht. Bodyguards. Wohin sie blicken? Dashcams. Wohin sie blicken? Und Alarmsignale. Alarmsignale. Wo sind die Alarmsignale? Lieber Herr Bodyguard, können Sie mir bitte mein Alarmsignal kurz reichen? Ja, das muss hier irgendwo platziert sein zwischen Mikro. Moment. Ist es da? Geben Sie mir bitte. Geben Sie mir. Warte mal. Einen Moment. Aber ich rate Ihnen, wenn Sie das hören, bin ich in Gefahr. Norma-Kunden in Gefahr. Ja, guten Tag.